Labor 43 ist halt für mich als Cocktailmixerin und als Barfrau eine super Spirituose, weil es sehr leicht schmeckt, sich gut kombinieren lässt mit ganz vielen verschiedenen Sachen und eben auch so eine vanillige Note hat. Und ich kann viel mit Milch oder mit Kaffee arbeiten und so Milchshake-artige Geschichten machen oder eben auch mit Frucht und Zitrus so ein bisschen ins Sommerliche, Leichte gehen. Und ich bin in Spanien groß geworden und habe einen spanischen Spitznamen. Und ich weiß nicht, ich verbinde das Getränk sowieso mit so Urlaubserinnerungen und diesem Temperament und diesem Urlaubsgefühl, wenn man feiern geht und das eben in Verbindung mit Bar. Das ist einfach eine super Symbiose, ein super rundes Ding. Beim Cosmalita habe ich mir gedacht, weil ich ein Mädchen bin, muss es unbedingt rosa sein und deshalb mit Erdbeersaft, allerdings nicht zu viel. Dann natürlich Likör 43 und Milch. Alles richtig, richtig schaumig schicken. Und Cosmalita heißt der, weil in Spanien mein Spitzname immer Cosmalita war.